Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Montag, den 28.12.2020. Und unser DAX hat über Weihnachten das Brexit-Kino beendet bekommen. Also nicht unser DAX selbst, natürlich sind die Brexit-Verhandlungen gemeint. Hier gab es nun oder gibt es nun einen Deal, sodass Großbritannien nicht ohne Deal aus der EU austritt am 31.12.2020. Man hat sich hier einigen können, wie gut oder schlecht das ist, ist auch noch nicht durch alle Abstimmungsinstanzen durch, denke ich aber, ist eher eine Formalie. Man wird zueinander finden, weil man es einfach will auf beiden Seiten. Von daher ist es ein großes Thema einfach, was verschwindet. Trump verschwindet, wenn auch sicherlich nur kurz. Ich glaube nicht, dass wir den ganz aus den Augen verlieren. Ich könnte mir vorstellen, also ich habe das irgendwo gelesen, dass der vielleicht eine eigene Partei gründet. Ich könnte mir das super gut vorstellen. Dass wir den als, ich sag mal, Protagonisten noch ein bisschen im Börsenspiel drin behalten. Das ist ja einfach so, das kennt man auch aus den guten Filmen. Die Hauptfiguren, die sterben nicht unbedingt gleich am Anfang des Filmes und auch nicht mittendrin, wenn dann ganz am Ende. Und ich glaube, am Ende ist immer noch nicht. Von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass der noch drin bleibt, aber er verschwindet trotzdem ein bisschen aus der politischen Bedeutung. Das hat man jetzt auch schon gemerkt an den, ich sag mal, Marktreaktionen zum Thema Trump lehnt die Stimulus-Zuschüsse ab, die da beschlossen wurden. Das hat den Markt schon relativ kalt gelassen halt. Ne? Und das zeigt so ein bisschen, dass der jetzt an Bedeutungslosigkeit gewinnt oder an Bedeutung verliert, je nachdem, wie rum man es bezeichnen möchte. So, dann haben wir das Brexit-Thema vom Tisch. Für Corona gibt es nun Impfstoffe, die relativ schnell freigegeben wurden. Es gibt unheimlich viele finanzielle Unterstützung auf allen möglichen Instanzen. Das kann jetzt jeder werten, wie er will halt. Ne? Da hat jeder auch eine andere Meinung zu. Ich brauche da gar nicht meine zu äußern, weil dies wird wahrscheinlich eh eine andere sein, wie die ihr habt. Und das ist ja auch okay und das darf auch jeder haben, inwieweit das effektiv ist und inwieweit das nicht effektiv ist. Fakt ist, es gibt etwas dafür. Und das ist für den Markt halt wichtig und das sollte man nicht ganz ignorieren. Und damit ist auch das Thema halt vom Tisch. Und somit fehlt eigentlich so ein bisschen dem Jahr 2021 eigentlich so ein bisschen für mich so ein Fahrstrang halt, ne? Fehlen irgendwo ein bisschen die Risiken, die so rausgehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass man genau deswegen jetzt das Jahr dann auch wegzieht halt, ne? Ich möchte mit euch hier noch nicht heute meine Jahresanalyse machen. Aber wer die Videos von mir schon länger kennt, der weiß es, wie ich denke, was ich auch hinzuziehe und wie ich auch versuche, größere Wendepunkte im Chart halt zu identifizieren und eben auch mal neben der Charttechnik einfach zu gucken. Ich für mich habe erkannt, Volumen schauen, das hilft mir nicht halt, ne? Also egal bei wem ich wo wie Seminare besuche. Das ist nichts, was mir hilft, um die großen Punkte zu bestimmen, auch wenn ich COT-Daten zuziehe, etc. Selbst die reine Charttechnik hilft mir nicht. Aber was ich immer wieder erkenne oder was ich immer wieder finde, ist, dass die Privatanleger, die breite Masse, dass sie immer wieder genau falsch denkt und immer wieder genau an der falschen Stelle die falsche Überzeugung an den Tag legt. Und das ist, was für mich noch viel Wichtigeres als der Chart, Volumen oder sämtliche Indikatoren überhaupt. Ich finde, es gibt nichts, was da so treffsicher ist wie das. Ne? Also wenn ihr euch auch einfach so ein bisschen dran erinnert, nochmal, wenn wir das so Revue passieren lassen, ja, hier oben 13.800 war für alle die Welt in Ordnung. Da hat in China haben da ein paar Schnupfen bekommen, Coronaviren, ja, ist dann auch nichts anderes wie eine Grippe. Da fand man schon damals diese Bewegung hier total übertrieben halt. Ne? Das waren also die erste Corona-Bewegung, total übertrieben. Hier hat man das ausgelacht hier im privaten Bereich. Also auch die Leute, die bei uns hier so über E-Mails und so weiter Kontakt haben, die sich darüber aufgeregt haben, dass wegen Corona das hier so nach unten getreten ist. Es ist doch nur eine Grippe, ist doch völlig übertrieben. So, dann ist der Markt völlig durchgedreht. Ist hier mordsmäßig schnell, auch so schnell, wie wir es eigentlich noch nie gesehen haben, nach unten weggebrochen und hat sich hier runtergehauen. Und hier unten waren plötzlich alle short und wollten short. Ne, hier unten sind plötzlich alle davon ausgegangen, Corona wird definitiv für die nächsten 2 Jahre,
für die nächsten 2 Jahre, das wird Nachwehen bringen, das wird Spätfolgen haben. Da waren sich alle sicher und haben auf der Strecke hier, auf der Strecke haben so viele Short gegengehalten und hier eigentlich so richtig auf die Fresse gekriegt. So, und dann war das der Punkt, wo dann hier die ersten wieder richtig long wurden halt, ne? Und dann haben wir das schon beobachtet. Ich persönlich hatte dann also auch für die bei uns die Updates bekommen, habe dann schon gesagt, nee, hier ab 13.000, ich kaufe hier nicht mehr in meinen Sparplan rein, in meinen ETF-Sparplan, den stellen wir erstmal auf Eis, weil ich sehe, dass der private Sektor, der hier unten short wollte, plötzlich long wird, ne? Das war dann hier, das hat sich so durchgezogen, das hat sich hier so durchgezogen. Wir wollten dann, haben dann gesprochen über Keilbruch, Keilbruchziel und so weiter. Das ist dann hier aufgelöst worden, hier der Pullback, dann unten raus. Hier unten war dann der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, Mensch, jetzt werden die Leute schon wieder so shortig, ne? Hier so shortig wie hier auch. Deswegen hat man dann auch wieder gesagt, hey, Vorsicht, jetzt US-Wahl und so weiter, der kann auch einfach wieder hochgehen. Die Leute, die von uns die E-Mails immer bekommen, haben dann auch das so eine US-Wahl-Szenario geschickt bekommen, bei dem der DAX eben hier so runter, hoch, dann ewig zur Seite, 3 Wochen zur Seite, nochmal ein Schnapper nach unten und dann eben hoch Richtung 14.100 und so weiter fahren kann. Das hat er eigentlich genauso gemacht. Und warum? Weil auch hier wieder die Leute brutal short waren. Die waren so übertrieben aggressiv in den Shorts drinne. Das hat einfach gut gepasst halt, ne? So, und ich könnte mir vorstellen, jetzt, wo so ein bisschen diese Fantasie eigentlich fehlt, warum der Markt wieder fallen kann, weil zum Beispiel Impfstoffe etc., jetzt Corona abfangen, weil genug Stimulus und so weiter und so fort, dass jetzt der Markt in 2021 sich ein bisschen in Rückwärtsgang sucht. Wenn Sie, jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich mit euch noch nicht die Jahresanalyse mache, aber schaut mal einen Jahreschart an. Wer keinen Jahreschart hat, der malt es mal einfach auf den Zettel, Monatschart, Januar, Eröffnung, malt euch den Kurs ein. Macht rechts eine Zahlenskala hin und dann guckt mal, was das für eine Kerzenform ist, die wir liefern halt, ne, auf der Jahreskerze. Das ist ein Hanging Man, ne, und der steht hoch. Ne, und das kann durchaus bedeuten, dass der für 2, 3 Jahre einen Rückwärtsgang einläutet. Und das, finde ich, passt jetzt absolut gerade gar nicht mehr rein. So von dem, was man so denkt, auch mit den Nachrichten. Ja, wenn man sieht, Mensch, die machen immer mehr Geld locker, hier und da und dort. Der eine oder andere wird zwar sagen, ja klar, gibt genug Existenzen, die zerstört wurden, das bringt alles runter, aber das sagen in der Regel Leute, die vielleicht aus der Gastronomie kommen oder die Leute kennen, die in der Tourismus- und Gastronomiebranche gearbeitet haben. Ja, wenn ihr Leute kennt, die im Tech-Sektor arbeiten, die vielleicht Websites haben, die technische Lösungen bereitstellen, die werden genau das Gegenteil erzählen, ne? Weil dort alles nur nach oben skaliert, weil dort die Umsätze einfach sich verteilt haben, ne? Sind von einer Branche auf andere Branchen umgewandelt, aber verschwunden ist das Geld erstmal nicht. Ja, und das, was die einen weniger haben, haben die anderen mehr. Und Punkt, jetzt muss ich aufpassen, dass ich mich jetzt hier nicht vom Thema wegrutsche. Fakt ist, dass ich mir das sehr gut vorstellen könnte, dass unser DAX in den Mustern, die wir hier haben, uns die nächsten Monate noch beehren wird. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es uns sehr schwer fallen wird, über 13.800, 14.100 nachhaltig wegzukommen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir es probieren, vielleicht sogar jetzt noch in den nächsten 3 Tagen und dann schon wieder anfangen, uns in Seitwärts- und Korrekturmuster zu holen. Also mindestens erwarte ich eigentlich, dass wir nach einem Bogen vielleicht hier in dem Bereich nochmal hier unten auf die Channelkante nochmal einmal aufschlagen. Von dort dann wahrscheinlich wieder hier oben wochenlang in der Zone abhängen, dann gegebenenfalls nochmal hier unten ausdrücken und dann haben wir hier auch noch recht große Gaps halt. Das ist für mich so, sind ein bisschen die Jahresziele in 2021 auf der Unterseite. Das heißt aber nicht, dass man nicht long handeln soll halt, ne? Es heißt nur, dass wir aufpassen müssen in den Momenten, wo der DAX halt nach unten arbeitet, weil ich mir vorstellen kann, dass das von der Dynamik her, ne, nicht unbedingt das Ausmaß nochmal annimmt. Aber man hat das hier gesehen, man hat das hier gesehen, der Markt kann sehr schnell sehr nervös werden und ich glaube, das bleibt uns auch 2021 erhalten halt, ne? So, und deswegen würde ich denken, über die 3 Tage, die uns jetzt bevorstehen, 28., 29., 30. Der 31. ist ja, glaube ich, mit den Amerikanern auch geöffnet, dass wir hier oben vielleicht noch ein bisschen, vielleicht sogar ein neues Hoch setzen, vielleicht ein neues Allzeithoch sogar setzen. Ja, dass wir hier einfach im Bereich na, ich sag mal, zwischen 13.400 und 13.800, 14.000 gegebenenfalls rumpendeln. Und dann wird sich in der ersten Woche, man sagt ja immer so wie die erste Woche im Jahr, so das ganze Jahr, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass die erste Woche schon gut nach unten wegstrahlen kann halt, ne? Zumindest
erstmal einen Rückwärtsgang dort reinlegt. Und da müssen wir jetzt erstmal auf den untergeordneten Zeiteinheiten reinschauen. Auf jeden Fall, die Reaktion hier hat jetzt erstmal gepasst. Wir könnten jetzt hier noch den Trigger mal ein bisschen rüberziehen hier. Ja, also wenn es den DAX auch über 13.800 jetzt hier noch schickt, wäre dann auf Tagessicht auf jeden Fall die 14.100 da noch meine nächste Station. Die könnte ich mir gut vorstellen. Da auch an die Kante hier einfach mal ran, an die alte Keilkante nochmal unten ran. Die liegt ein bisschen höher, leicht höher. Das wäre jetzt am Dienstag um 14.170, am Montag 14.150, 14.160, so etwa 10 Punkte steigen pro Tag. Ne, bis hin vielleicht gerade sogar die Oberkante, aber das ist ein ganz schöner Sport. Das schauen wir uns dann, das schauen wir uns an, wenn wir die erste Januarwoche weg haben. Ja, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir Richtung Märzverfall, ja, also Richtung Mitte, Ende März, dass wir da durchaus nochmal ein bisschen Abwärtstouch reinkriegen, dass wir dann vielleicht wieder ähnlich wie das hier war, ja, bis Mitte, Ende März nach unten strahlen und von dort dann erstmal wieder ein bisschen Juni hoch und dass wir dann nochmal probieren, nächstes Jahr das, was ich eigentlich dieses Jahr vorgeschlagen bzw. vorhergesehen hatte, dass wir dann vom Juni bis zum Dezember auch richtig nach unten nochmal pendeln. Also das wäre so ein bisschen meine Erwartung. Jetzt habe ich es mit euch doch schon fast gemacht hier, die halbe Jahresanalyse. Ja, aber vielleicht freut sich der oder andere ja drüber. Also das wäre meine Erwartungshaltung, dass wir hier ein bisschen die nächsten Tage jetzt nach oben rumstrahlen und dann langsam einen Rückwärtsgang reingehen bis Mitte März, dass wir aber uns nicht großartig gravierend hier aus diesem Bereich halt rausbewegen. Also, ne, ich glaube, das wird schon bestimmt und ein richtig widerliches Hin und Her, sodass kaum einer mitkriegt, wenn der DAX dann plötzlich da unten steht. Da werdet ihr euch dann plötzlich wundern, Mensch, jetzt ist er schon wieder 2000 Punkte gehandelt und man hat es gar nicht richtig short greifen können. Also so stelle ich mir das vor, dass er wirklich innerhalb dieser Seitwärtsmuster, die wir jetzt hier gebaut haben, sich Stück für Stück immer mal wieder so in kleinen Etappen einfach mal so 300, 400 Punkte rausbeißt, dann wieder Ewigkeiten zur Seite, dann wieder 200, dann erstmal wieder 300 hoch und Stück für Stück eben nicht jetzt hier so, wie das im März gewesen war. Das wird so nicht passieren. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir vom Ziel her im März durchaus hier drunter stehen, na, dass wir hier einmal drunter stehen und von dort dann nochmal hochgehen Richtung 13.100 und dann den letzten Schwung bis zu dem Gap hier, ja, vielleicht sogar bis zu dem dann Richtung Dezember dann anpeilen halt, ne? So dass er dann hier, sag mal, über die Zeitachse das hier ein bisschen wie spiegelverkehrt nochmal nach rechts baut. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja. So zack, runter, dann hier ein bisschen hoch, bis in den Juni rein und dann blub, 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 wo ist der Dezember? Hier ist der Dezember. Das ist dann wie so auf dieser Kante hier einfach so ein bisschen dann nach unten runterklappert in die Gaps dann hier rein. Ja, das ist so ein bisschen meine Erwartung für das Jahr. Den Cut würde ich natürlich da oben über der 14.100 machen. Ich persönlich würde halt, ich würde dann einfach auch oberhalb von 13.800 immer wieder Long-Position probieren, weil wenn das so nicht klappt, was ich mir vorstelle, was wird der Markt machen? Dann wird er oben durchziehen halt. Ne? Das heißt, in jedem Moment, wo er mir unten das nicht bestätigt, was ich haben will, dann muss halt ein Long rein. Ne? Und das sollte man sich auch als Jahresziel, vielleicht Silvester, vornehmen, dass man schön reaktiv auf den Markt reagiert und mitgeht halt. Ne? Dass man einfach sagt, okay, er arbeitet nicht unten, ich kriege keine Short-Signale, also gehe ich halt auch einfach long mit, solange die grünen Kerzen da sind halt, ne? Damit er nicht bei 15.600 steht und ihr kriegt dann plötzlich mit einem Mensch Scheiße. Ihr habt den ganzen Tag nur Short gesucht. Also ich persönlich suche hier oberhalb von 14.100, 13.800 nicht nach Short. Ne? Erst, ich will den unten sehen, ich will den in Schwäche sehen. Da baue ich gerne Short-Positionen auf, auch durchaus auf die größeren Ziele hin, aber alles darüber. Das ist für mich kein Short daran. Gehe ich lieber streckenweise immer wieder im Long mit. Rücksetzer wird es immer wieder geben, sodass man dann nochmal was aufbauen kann. Und ja, das so ein bisschen so, wie ich jetzt das Jahr kommen sehe. So, jetzt gehen wir mal aus dem Tagesschart zurück. Jetzt habe ich schon wirklich eigentlich fast die ganze Monatsanalyse, Jahresanalyse hier ein bisschen vorher. Aber ich mache das nochmal als separates Video auch ein bisschen mit Monatschart und Wochenchart. Das muss ich bloß erstmal vorbereiten. Da war ich so lange nicht drin in den Charts. Das muss ich erstmal ein bisschen aufbereiten. Wenn wir jetzt hier in 2 Stunden reingucken, um jetzt zu sagen, was passiert jetzt hier Montag, fällt uns allen was Markantes auf. Wir hatten vor ein paar Tagen mal gesagt, wenn der DAX hier oben das Gap zumacht, macht er wahrscheinlich nur mal kurz zur Seite und dann geht er auch nochmal hoch an die 13.800. Es riecht ja fast danach halt. Na, also hier jetzt nicht drüber zu sprechen, dass der da nicht ran kann, das halte ich für fahrlässig.
Ich würde jetzt hier fast sagen, dass er das jetzt machen kann und dass er das bestimmt auch machen wird. Ja, und dass er uns jetzt hier nochmal oben dran beehrt, weil das hat er schon mal nicht getan. Er hat hier keinen Rücksetzer gebracht. Ja, und da könnte ich mir das jetzt hier erstmal nochmal vorstellen. Und sollte der aber oben drüber gehen, müsste man dann auch definitiv mit einem Erreichen von 14.000 und mehr rechnen. Ja, das ist einfach so. Punkt. Das sind neue Hochs, das sind Verkaufssignale. Das sind keine Verkaufssignale, wenn ein neues Hoch kommt. Ne? Auch wenn da viele instinktiv immer gerne auf Short drücken. Es ist ein Kaufsignal, das anzeigt, dass der Markt höher kommt. So, also sollte er oben an der 13.800 aber nochmal richtig schön reagieren am Montag. Ne, der DAX fällt ja ganz gerne mal von einem Montag über den Dienstag auch ein bisschen runter. Sollte also beispielsweise mit einem Gap eröffnen, was hier schon oberhalb 13.700 oder so beginnt und von hier oben dann nochmal deutlich zurückdrücken, vielleicht auch so kurz drüber, so 10, 20, 30, 40 Punkte drüber, das ist okay an der 13.800. Sobald er da schnell wieder nach unten gedrückt wird, so wie wir das eigentlich hier ja in vorletzte Woche Donnerstag, Freitag hatten, hätte dann gute Karten, mal einen Rücklauf zu pressen. Der würde dann hier entweder auf dem Hoch oder auf dem Hoch zurückgestoßen werden. Das heißt, zwischen 13.470 und was haben wir hier? 13.440 bis 13.380. Also 13.460 bis 13.440, sowohl 13.380, das wären von oben super Unterstützung, um den DAX dann wieder hochzudrehen. Wäre für mich dann auch Rücklaufziel Nummer 1. Der Rest ist mir nicht wichtig. Die 13.500 vielleicht noch, aber das sind alles nur so kleine Ziele. Er hat hier nichts wirkliches stehen lassen, wo man sagt, das ist jetzt eine harte Unterstützung. Die Zone hier schon besser, wo die dicke schwarze Linie ist. Ach nee, die ist gar nicht so dick. Die ist nur dick, wenn ich mit der Maus drauf bin. Also hier auf den Hochs, das wäre von oben schönes Anlaufziel. Sollte er, machen wir den Fall vom Freitag weg, sollte hier vorher schon runterdrücken, wäre das natürlich dennoch, dann wäre das natürlich auch schon Unterstützung. Ja, also wenn er hier direkt schwach in den Handel reinkommt, vielleicht mit Abwärtsgap, wäre das eine schöne Unterstützung. Die könnte schon vorher reagieren, ja, sodass er dann da gut nach oben wegdrehen kann. So. Machen wir das hier noch so rein. Haben wir das damit drin. Ja, wenn es schwach reinkommt. Am Donnerstag sind wir rausgegangen bei 13.600. Ich würde denken, auch mit Brexit und Co., dass er ein bisschen höher eröffnet. Könnte ich mir jetzt einfach gut vorstellen. Und da ist im Grunde ist das nächste Ziel das Allzeithoch. Guckt euch so ein bisschen an, was macht er zur Xetra-Öffnung, was macht er danach. Ne, wenn er dann schon, sag mal so 39, 10 Uhr deutlich nach unten strahlt zum Montag und er hat es noch nicht hier oben hingeschafft, dann gibt ihm trotzdem ein bisschen Platz. Gibt ihm Platz, ein bisschen Gap zuzumachen an 13.630 bis 13.600, ne, von oben kommt das gute Unterstützung und wenn er die nicht hochgedreht bekommt, dann geht er auch noch hier unten rein, halt in die Zone, ne? Die darf man jetzt auf jeden Fall, die darf man jetzt ein bisschen von oben anpeilen. Ansonsten eher, das ist eher positiv zu werten. Ja, die aktuelle Chart, auch die vielen grünen Kerzen, ja, das ist schon, guckt, könnt ihr euch die letzten 3 Tage angucken, was wir immer wieder gesagt haben, was muss er machen, damit er fällt? Und da viel Dynamik, Abwärtsgelb, rote Kerzen und so weiter, das ist alles nur grün, das ist stark, das ist einfach Stärke. Ja, auch wenn die Bewegung klein ist, wenn Ski reingekommen ist, wenn wenig Umsätze war, es ist trotzdem, er hat es ausgeglichen, er hat das Gap auch zugemacht. Und so richtig lange Strecke schafft er meist, wenn er nur die Gaps offen lässt. Das schafft er nicht, wenn er die Gaps zunagelt, Alter. Dann nimmt er sich immer Druck raus. Also es ist für mich auf der Unterseite nicht so eine gute Ausgangslage, eher auf der Oberseite, um jetzt hier 28, 29, 30 oben noch ein bisschen zu zaubern. Ansonsten, du brauchst rote Kerzen. Wenn er früh eine lange rote Kerze, gerne, ja, dann kann man den auch ein bisschen nachshorten auf die Unterstützung unten ran. Aber so wie das jetzt hier dasteht, das ist keine Rechtfertigung oder keine gute Grundlage für eine Shortbewegung halt einfach. Ne? Es ist symbolisiert Stärke, es steht für Stärke und es zeigt auch Stärke. Und von daher wird es mich nicht wundern, wenn wir hier eben oben kurz nochmal ein bisschen rumeiern. Ja, und wenn das dann auch noch fallen sollte, also wenn er durchgeht, richtig stark durchgeht, über 13.800, rechnet damit, dass es genügend Leute gibt, die ihre Shorts liquidieren müssen. Und das drückt den Markt noch weiter. Der kann bis 14.100 kann er dann durchziehen. Das ist wie als der Bitcoin über die 20.000 drüber ist halt. Ne? Der ist auch nicht bei 20.050, 20.100 rumgedreht. Der steht jetzt bei 27.000 und das fast 1, 2 Wochen später.
Ja, also so ein neues Hoch ist immer für die, die vorher Short drin waren, immer so ein Zeichen, du lagst falsch. Das heißt, die müssen ihre Position auflösen, die müssen raus. Ne? Und das ein verkauftes Short drückt den Markt nach oben. Ja. Und da würde ich schon aufpassen. Also da würde ich mich noch nicht zu früh dagegen stellen. Ich sehe den Markt tiefer Richtung März, aber man kann abwarten, bis dann auch richtig Schwäche reinkommt. Und dann ist es besser, wenn man dann in die Schwäche rein die Bewegung baut, weil dann einem die Position auch direkt meistens anläuft. Wenn man so einfach in so die grünen Katzen reinbuchtet, die Short, kann es halt auch passieren, dass du die ersten 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wochen das alles im Minus anguckst, bis du irgendwann mal die Chance bekommst, wieder auf Einstand rauszugehen. Das ist schade um die Zeit. Ja, dann da lieber noch Long suchen, bis eben die harten roten Signale kommen. Und die sind Stand hier noch nicht da. Okay, dann haben wir jetzt mal ein relativ langes Video. Wie gesagt, halbe Jahresanalyse mit drin. Ich versuche das trotzdem als separates Video dann nochmal zu machen. Kann mir auch vorstellen, dass der eine oder andere das vielleicht dann nicht mitkriegt. Und von daher ist vielleicht gar nicht verkehrt, dass wir es jetzt hier in dem Video mit drin gemacht haben. Da habt ihr so ein bisschen mal meine Eckpunkte, meine Erwartungshaltung. Ich werde sehr, sehr, sehr auch auf die Leute gucken, wie sie so drauf. Ich kriege aber von vielen mit. Ich kriege von sehr, sehr, sehr vielen mit, dass die momentan auch so mit Trading halt einfach sagen, pff, ich gehe long only, das bringt alles nichts hier shorten. Ich mache nur noch long only, kaufe nur noch irgendwelche Sachen, lass das liegen. Irgendwann kommt das eh wieder auf Einstand. Die Meinung haben gerade ganz, ganz, ganz viele. Das ist gerade richtig präsent, wie das wieder drinne steht, so nach dem Motto mit Trading und Termingeschäften etc. auf Short-Seite kann man ja nur verlieren, es kann ja nur schief gehen. Und ja, warum sagen die das? Das sagen die nicht, weil die hier belohnt wurden. Nein, hier belohnt wurden. Nein, das sagen die, weil sie hier bestraft wurden. Und wir haben ja schon mal so ein bisschen Crash-Verläufe durchgeguckt, ne? Wie verlaufen die typischerweise mit diesen krassen Gegenbewegungen und so. Aber ich breche da, na, ich da muss aufpassen, dass ich nicht zu so viel jetzt hier schon von der Jahresanalyse mit bespreche. Ich finde es einfach super passend. Ich finde es richtig stimmig. Der Hanging Man im Jahreschart, der passt mir auch wunderbar rein. Muss jetzt nur nach unten aufarbeiten, sollte halt nicht markant über die Hochs drüber gehen, die jetzt in 2020 entstanden sind. Dann kann das gut klappen. Aber das gucken wir uns dann Stück für Stück an, Woche für Woche, in dem Moment, wo dann auch 2021 offiziell startet. Bis dahin hätte ich jetzt eher noch ein bisschen Risiko auf der Oberseite, dass wir hier einfach noch ein bisschen Bereinigung kriegen, die Leute rausgedrückt kriegen, die hier noch auf der Short-Seite investiert sind. Also, ich mache hier zu, viel Erfolg. Schöne Woche für die, die überhaupt handeln, und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin, ciao.